Hallo, liebe Jungs und Mädels da draußen. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Christmas-Specialos von mir. Ja, heute zeige ich euch, was ihr euch sehr günstig eigentlich kaufen könnt, was aber auch sehr neu ist. Und das ist die 25 Jahre Super Mario Bros. All-Stars Edition. Langes Wort. Ja, ist am, wann ist es raus? Am 3. Dezember ist es rausgekommen. Und ja. Darin enthalten ist einmal eine Spiel-CD mit Super Mario All-Stars, das es damals schon auf dem Super Nintendo gab, mit den Spielen Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3. Also vier Spiele insgesamt. Und ja, eigentlich ist es ja nur die ROM dieses Spiels von Super Nintendo auf eine CD gepresst, aber halt mit Wii-Steuerung und Schütti, 25 Hz. Ja. Und ja, spielt man kann man das auch alles mit dem, also man spielt es halt mit Remote, Classic Controller oder GameCube Controller. Und ja, ich zeige euch jetzt mal alles, was da drin ist. Also sieht die Box hier aus, ist so dick, sind ja auch zwei Hüllen drin, weil da ist noch sowas Spezialmäßiges drin, anlässlich des Geburtstages, weil Mario ist ja 25 geworden dieses Jahr. Zumindest war in Japan, soweit ich weiß, aber dies hier denke ich dann auch. So, hier haben wir die Hülle, wo das Spiel drin ist. Hier schön mit Mario und mit Zylinder. Super Mario Bros. All-Star. Ja. Hier drin, hinten dran, so sieht's aus. Sehr schick. Und ja, so sieht das Innenleben aus. Da ist die CD. Mit den drei, vier Artworks der Spiele. Und hier halt noch das Booklet. Booklet schauen wir uns mal genauer an. Ich schaue einfach mal das raus, was das so ist. Halt hier haben wir die Anleitung, sehr schick gemacht. Ja, sind halt alle Spiele so erklärt von der Anleitung her. Was ich auch sehr lustig finde, dass hier zum Beispiel bei Mario Bros. 3 sind hier noch schöne Artworks, Original-Artworks der, ja, der Super Nintendo-Anleitung. Und hier werden sogar noch die Gegner erklärt. Ah oh Gott, blöd ist das, wenn man in der Kamera so ist. So hier, ne? Sehr schick. Also die Anleitung ist auch super duper, wie man das auch von Nintendo gewohnt ist. Die machen immer super duper Artworks. Ja, die ganzen Bossgegner und so. Halt mit Shitty Punktekarte. Und noch Werbung, was man sich kaufen muss für die Wii und so. Ja, hat alles da. Und dann das Special-mäßige. Das habe ich auch schon beim letzten Video gezeigt. Hier dieses. Das Cover ist top, das ist imbar. Also allein schon dieser super alte Fernseher, wo Super Mario das drauf läuft. Und auch hier das NES, der Hammer. Und hier dran sind halt die ganzen Super Mario Spiele aufgelistet. Da fehlen zwar zum Beispiel Super Mario Land, aber die sind ja halt nicht von Shigeru Miyamoto, sondern von anderen Herstellern. Und das war ja auch im Game Boy. So, also, was ist hier drin? Haben wir hier einmal, upsala, eine goldene CD. Darauf ist enthalten der Super Mario Soundtrack, also erstmal die ganzen Soundtracks der ganzen Spiele, die es gab. Komplett alle. Also alle, wo da hinten sind, davon sind alle Soundtracks dabei. Und dann hier so ein spezielles Booklet. Das sehen wir uns jetzt auch mal genauer an. Also hier vorne ist so ein Pixel Art mit den ganzen Spielen, so als Super Mario Pixelfigur. Und hier hinten halt die Trackliste. Darauf gehe ich aber gleich noch mehr ein. Allein schon, wenn man die erste Seite aufschlägt, lächeln einem schon super tolle Artworks von Mario entgegen. Ist das nicht fantastisch? Nein, das ist nicht fantastisch. Naja. Ja, ist halt hier die Chronik. Da war dann noch hier Original Artwork, Konzeptzeichnungen. Ja, und hier ein Bild des Godfathers auf Nintendo. Shigeru Miyamoto mit seinem Mario und den ganzen Spielen vor sich auf. Gelistet und dann neben dran sind dann noch so zwei Pappenheimer. Nein, der eine, der hat die Musik gemacht von Super Mario und der andere ist, glaube ich, so ein Grafikdesigner noch gewesen. Ja, und die geben halt zu jedem Spiel hier unten ihren Senf dazu, was sie dabei gedacht haben, als sie dieses Spiel erfunden haben und so. Ja, alles sehr cool. Wirklich zu jedem Spiel, Super Mario World, 64, Sunshine, New Super Mario Bros. Galaxy. Und dann sind auch immer hier noch so, wie gesagt, auch noch Zeichnungen dabei. Wasserfarben sind das hier, so Wasserfarbenzeichnungen. Sehr, sehr geil.
Und hier nochmal die ganze Nintendo Crew, ja, eine 25 Form, sogar upsala, mit hier Mario. Und ja, sehr cool. Und hier sind noch Artworks von Gegnern von Mario. Also allein deswegen lohnt es sich schon, dieses zu holen. Denn, ja, das ist später mal ziemlich was wert, wenn man das noch irgendwann besitzen tut. Ja, und wie gesagt, steht hier hinten dran ja die ganze Setliste zusammen. Zum Beispiel der Coin-Sound Bring oder One-Up-Sound oder World-Clear-Sound. Von allen Spielen halt der Soundtrack, Main-Team sozusagen. Ja, sehr cool. Also allein deswegen lohnt sich das schon zu holen und das Ganze ist nicht mal teuer. Das kostet sage und schreibe nur 30 Euro. Das ist ja nicht gerade viel. Und ja, müsst ihr mal Ausschau halten. Im Mediamarkt habe ich mir zum Beispiel beim Release direkt für 27 besorgt. Also das Spiel, nicht mir oder so. ja, Entschuldigung. Ja, also einfach mal Ausschau halten. Einmal gibt es bestimmt auch irgendwie günstiger. Aber 30 Euro bekommt man überall, egal welches Geschäft man geht, nur für 30 Euro zu haben. Ja, gut. So viel zu meinem Quassel. Das ist jetzt jedenfalls eine Kaufempfehlung von mir. Ich mache jetzt, wie in meinem letzten Video, auch noch einen kleinen Gameplay. Das ist aber diesmal wirklich von mir. Das habe ich auch aufgenommen, halt von jedem Spiel. So ein bisschen, wo ich ein Level zeige. Auch wenn ich ein paar Mal drauf gehe, aber ich bin kein Super Mario Könner. Ja, besonders weil die Sprungsteuerung hier sehr sensitiv ist, meiner Meinung nach. Aber naja, egal. Gut, also lasse ich euch jetzt noch mit ein bisschen den Gameplay vergnügen. Und wünsche euch noch eine frohe Adventszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ja, was könnt ihr kaufen oder so. Gut, alles klar. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.
Thank you.